Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hermann, der Lüsterne von Mecklenburg. Und in der letzten Folge sind unheimlich interessante Sachen passiert. Deswegen würde ich sagen, lassen wir einfach mal weiterlaufen mit Geschwindigkeitsstufe 2, während wir hier ein wenig sabbeln. Und zwar breitet sich die Schwindsucht aus bei uns. Deswegen lassen wir die Leute in der Klausur. Dann haben wir zwei Kämpfe auf Leben und Tod. Dazu gehen wir mal in die Reichsansicht und beobachten das Ganze. Und zwar kämpft hier unten tatsächlich, gehen wir ein wenig näher ran, die Armee des Bürgermeisters Hartwig von Deutschland gegen die deutsche Revoltearmee. Und ich würde sagen, das sieht besser aus in beiden Schlachten für die deutsche Revolte. Deutlich besser. Der 12-jährige Eberhard hat eine deutsche Revolte angefangen und gleichzeitig König Konrad der Grausame von Aries. Aries ist das kleine Land hier unten. Und wäre das alles nicht schon genug, hat dieses Monster von Svibjot, der König, unsere Tochter Serafina gegessen. Und unsere Tochter Barbara ist verschwunden. Das gibt's doch gar nicht. Also von diesen ganzen Kindern kommen nicht viele an. Geschwister. Das ist ja der Hammer. Klaus Hugo von der Pferdekoppel lebt noch, aber wir lassen mal weiterlaufen. Barbara ist spurlos verschwunden. Meine Herren, Mechthild und Serafina. Sie wurde von König Olaf II. Von Svibjot heiß, hungrig verschlungen. Wenn ich das lese, das schaudert mich, dass dieses Monster unsere geliebte Tochter gegessen hat. Wahnsinnig. Einfach nur wahnsinnig. Deswegen werden wir versuchen, diesen Menschen zu töten. Verschwörung zur Ermordung. Ja, wir machen das. 15%ige Chance. Wir machen das. Wir versuchen, ihn zu töten. Ich denke, das ist die einzig richtige Reaktion. Und unser Ziel ist jetzt, einen starken Anspruch auf dieses Gebiet zu kreieren. Das können wir beim Papst machen. Beziehungsweise wir können das auch direkt hier machen. Und Titelanspruch erbitten. Sachsen. Und der Papst würde das aktuell ablehnen. Grundzurückhaltung 50. Pietät. Meinung. Das heißt, wir liegen noch bei minus 9. Prinz William ist keusch. Das gibt Minuspunkte. Das ist natürlich doof. Okay. Gut, dann ist es so. Aber was wir auf jeden Fall machen sollten, ist uns die Thematik Zirkel anzugucken. Denn im Benediktinerorden ist zufälligerweise Papst Anastasius mit drin. Deswegen sollten wir zusehen, dass wir hier eintreten. Er muss 16 sein, keine Nachfolgebedingungen. Das passt, also wir können hier eintreten. Fruchtbarkeit minus 15%, okay. Monatliche Pietät plus 0,05. Die Frage ist jetzt natürlich, ob das viel Sinn macht. Wir machen das. Wir gehen in den Benediktinerorden. Gott segne euch, Herzog Hermann. Ja, vielen Dank. Okay, die Pietät und die Verwaltung steigt an. Das klingt eigentlich ganz gut. Vasallenlimit. Ja, ich würde sagen, da belassen wir es bei. Und dann kümmern wir uns hier rum.
Nachdem ich ein paar Tage lang nur Dinge getan hatte, die ich gerne tue, jagen, lesen, Freunde besuchen, erscheint mir das Leben gar nicht mehr so grausam wie vorher. Verliert die Eigenschaft depressiv? Ja, wunderbar. Herzog Hermann, um Gottes Willen, wie seht ihr denn aus? Zum Barbier, also. Nein, ich kann die Frisur nicht mehr ändern. Gott, wie grausig. Herzog Hermann. Das ist ja grausig hässlich. Okay, gut. Da müssen wir jetzt mit leben. Herzog Hermann ist jetzt 44. Denn wir wollen eigentlich zu Lebzeiten noch es möglichst schaffen, hier einen starken Anspruch zu generieren, um dieses Land uns diesem Land zuzuwenden. Jetzt sind es noch minus 6. Vorher waren es minus 9. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir da machen können, um das möglicherweise zu optimieren. Während die. Ach, die kämpfen gar nicht. Ich wollte schon sagen. Die 59 Leute halten aber lange durch. So, das gucken wir uns gleich an. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Technologie an. Hier können wir noch nichts machen. Ab wann kann man eine Technologie ab 100? Oh, 173. Ach, du ernst es nicht. Toleranz, Legalismus 173. Das ist sehr wenig. Was wir nochmal machen können, König Gero der Kühne hat den Titel Herzogtum Rhein erschaffen. Ja, das ist doch genauso eine Aktion gewesen wie bei mir auch. Ich schenke ihm ein Land, um es ihm hinterher durch den Krieg wegnehmen zu lassen. Was wir nochmal machen können, ist zu gucken, welches Gesetz wir hierfür brauchen. Spätfeudale Verwaltung oder kaiserlich-imperiale Verwaltung. Kaiserlich-imperiale Verwaltung. Da brauchen wir Legalismusstufe 3 oder höher. Und hier brauchen wir das, hat nicht das Gesetz feudale Verwaltung. Titelrang ist Kaiser. Ja, das können wir also dann entsprechend schon direkt vergessen. Legalismusstufe 3 müssen wir also erforschen. Das geht hier. Mittlere Zentralisierung. Ja, da müssen wir hin. Aber die Frage ist, ob wir das nicht. Kaiser können, werden wir nicht hinkriegen. Nicht mit unserem aktuellen Fokus, dass wir keinen Krieg erklären. Schade. Gut. Ich kann mich weder der Verbrechensreduktion rühmen, doch noch ist es mein Tun, dass die Bauern glücklicher denn je zuvor scheinen. Ich glaube aber, dass zum Erreichen einer besseren Welt Gerechtigkeit herrschen muss. Jo. König Gero von Havelsberg bekommt Gerechtigkeit siegt, was folgende Effekte hat. Risikolokaler Revolte minus 5%. Jo. Mein Freund, ich stehe an eurer Seite, auch wenn ich kein Krieger bin. Aber ich stehe an eurer Seite. Und ihr solltet vielleicht aufhören, sinnlose Schlachten zu kämpfen. Das würde euch mit Sicherheit ein wenig voranbringen. Aber liebster König Gero, das ist auch nur eine Vermutung. Wie hat's geklingelt? Friederike Wilhelmiden ist jetzt als die Glückliche bekannt. Ja, super. Kardinal Manuel wurde berufen. Okay. Hat die Fraktion verlassen? Ja, das ist jetzt nicht so spannend. Die diplomatische Lehrzeit von Klein Elfriede von Lübeck ist abgeschlossen. Sehr schön. Es scheint, sie hat die grundlegenden Kenntnisse erworben. Ja, super. Sie ist ein hinterlistiger Schurke. Sehr gut. Ja, sehr schön, werte Tochter. Das gefällt mir. Elfriede von Lübeck. Schön, sie ist ein hinterlistiger Schurke und sie ist 16. Sehr gut. Dann machen wir das Ganze mal ein wenig langsamer. Und da möchte ich mal was nachgucken. Unsere Tochter ist jetzt 16. Elfriede von Lübeck.
Und sie ist hinterlistig. Sie ist entstellt. Okay. Gestresst, feige. Vielleicht können wir versuchen. Das machen wir gleich. Der gute Herr hat keine Gattin. Wir können mal gucken, ob wir ihn mit einer Heirat engagieren wollen. Er stellt natürlich sich selbst auf. Und ich nehme meine teure Elfriede. Und die Hochzeit machen wir auch. Okay. Das würde aber zu einem Nicht-Angriffspakt führen, wenn wir unsere Tochter dort verheiraten. Außerdem hätten wir. Naja, es würde zu einem Nicht-Angriffspakt führen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das für die starken Ansprüche irgendwelche Probleme hervorruft. Wir machen das mal. Wir machen das. Prinz Wilhelm von Sachsen. Okay, gut. Und dann kümmern wir uns hier um. Mein ehemaliger Schützling Elfriede von Lübeck hat die Ausbildung beendet. In unserem abschließenden Gespräch haben wir über die Regeln des heiligen Benedikt gesprochen und den Versuch, sich selbst in den Augen von Gott zu verbessern. Ich habe versucht, sie zu ermutigen, es für sich selbst zu tun, und sie hat versucht, meinen Rat zu beherzigen. Ich frage mich, ob sie irgendwelche Fortschritte gemacht hat. Ja, ich sollte sie fragen, wie es vorangeht. Na, dann machen wir das. Dann machen wir die Zeit ein bisschen schneller. Elfriede von Lübeck trat an mich heran und erzählte mir alles darüber, wie sie sich bemüht hat, der Regel des heiligen Benedikt zu folgen, um eine bessere Frau zu werden. Sie scheint großen Erfolg gehabt zu haben. Bescheiden. Pietät, gleiches Merkmal, schön. Ja, sehr gut. Das gefällt mir. An Herzog Hermann, eure Weisheit und Gnade sind legendär. Ich akzeptiere in euren Vorschlag, dass Elfriede von Lübeck und Prinz Wilhelm heiraten. Schön. Und wir gucken uns nochmal den aktuellen Status an. Das sieht in der Tat etwas interessant aus. Aber auch nur etwas. Wir gucken uns jedenfalls mal. Bündnis wollen wir nicht. Titelanspruch Sachsen minus 2. Das wird immer besser. Ja, minus 2. Ja, wie diese verdammte Eigenschaft keusch nicht. Ach, Prinz Wilhelm ist keusch. Schwiegersohn. Ah, okay. Die Bibel enthält alte Texte und es wäre sinnvoll, diese intensiv zu studieren, um die vielen Mysterien der katholischen Religion zu verstehen. Das sollten wir tun. Das halte ich grundsätzlich für sinnvoll. So, wie geht hier der Krieg voran? Die Armee hier belagert etwas. Hier sind auch 4000 Feinde. Könnt ihr euch nicht mal hier irgendwie treffen oder so? Könnt ihr nicht mal versuchen, da zu erobern? Sehr schwierig. Also langfristig sollten wir. Also mein langfristiges Ziel wurde aufgelöst. Okay, nur dann. Mein langfristiges Ziel schwebt. Und als langfristiges Ziel schwebt mir tatsächlich vor, dass wir unabhängig werden als Land. Und deswegen gehen wir mal, wo war es denn? Hier in die Entscheidungen rein. Und gehen die mal durch. Als erstes neues Königreich bilden. Ist ein unabhängiger Herrscher. Ja, das ist das Problem. Prestige größer als 1000 haben wir. Ich brauche 300. Das ist einfach zu machen. Okay, das ist, da habe ich keine Chance. Wie kann ich mich denn als Vasall unabhängig machen? Das können wir uns gleich mal angucken.
Wir sagen hier mal automatisch Leute einladen, Kaspar Nakonid töten. Fordern, dass der Charakter die Verschwörung beendet. Selbstverständlich. Ich dulde keine Verschwörungen in meinem Land. Okay, Befehlshaber befördern. Heiligenmann brauchen wir auch nicht. Adeligen brauchen wir nicht. Debattanten präsentieren. Das können wir mal machen. Carlotte von Eschenbach ist an eurem Hof eingetroffen. Oh, wunderbar. Die junge, hübsche Carlotte. Ach, das hatten wir beim letzten Mal schon. Ich bin jetzt, ein frommer Mensch. Und ich kann sie zum Gelübde nehmen auffordern, aber mehr leider auch nicht. Na gut. Neue Leute kann man nie genug haben. Ein Buch schreiben. Ich denke, das sollten wir machen, aber wir können momentan kein Gold ausgeben. Das brauchen wir noch. Für die Krankenhäuser. Das mache ich nicht. Das können wir im Moment nicht gebrauchen. Ein Schmied suchen. Was bringt uns der? Das Gegenstand in den Auftrag gibt von Art der Stufe abhängig. Das brauchen wir auch nicht. Nee. In den vergangenen Monaten habt ihr viele Nächte mit dem Studium der Heiligen Schriften verbracht. Diese Texte sind voller Wissen und liefern Hinweise auf die wichtigsten Mysterien. Gott scheint euch nicht mehr so fern. Ja, sehr gut. Wunderbar. Das ist gut. So. Technologie dauert also noch eine ganze Weile. Euer Gnaden, ihr und euer Haus möget gesegnet sein. Eure Forderung ist fair. Meine Ränkeschmiederei war offensichtlich fehlgeleitet. Ich hoffe, ihr werdet mir vergeben können. Ja. Lasset davon ab und dann sollte das kein Problem sein. Himmel, Herrgott. Entschuldigung, Himmel, Herrgott, was ist jetzt passiert? König Hermann, ach du schöne grüne Neune. Ich bin König von Deutschland. Tja, dabei wollte ich doch eigentlich nur Mecklenburg spielen. Heilige Mutter Gottes. König Hermann von Deutschland hat Königreich Deutschland von Gero der Kühne geerbt. Meine Güte. König Konrad, der Grausame. Okay, Frieden anbieten. Weißen Frieden anbieten. Ich habe bereits gewonnen. Ergebt euch sofort oder ich werde euer Leben verschonen. König Hermann verliert 100 Prestige. Ja. Bist du denn des Wahnsinns? 1000 gegen... Nee. Ist ja Selbstmord. Abbrechen. Nein. Kann ich diesen Zug hier irgendwie abbrechen? Kann ich nicht. Dann gehen wir nach da. Dann gehen wir mal zum Militär. Kann ich noch irgendwas ausheben? Ja. Und das bringt mir überhaupt nichts. Weil ich ja immer noch 2-3 unterlegen bin. Na, das sind ja interessante Wendungen. König von Deutschland. Also. Willkommen beim neuen Let's Play König Hermann, König von Deutschland. Meine Herren. Das ist ja spannend. Ich würde sagen, wir gehen erstmal die ganzen Sachen durch. Ungekrönter Herrscher. Okay. Ein katholischer Herrscher, der nicht offiziell von einem namentlich militärischen König gekrönt wurde, wird von seinem Vasallen niemals als legitim akzeptiert werden. Okay. Das sollten wir in dem Zug auch abbrechen. Bedrohungen. Okay. Wilhelm. Bedrohung, Fraktionsführer. Ja, Fraktion gucken wir uns gleich an. Jetzt als König von Deutschland sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Krass. Also. Ja. Krönungszeremonie. Oh, was? Wieso? Nein, ich muss im Frieden sein. Ich fasse es nicht. Ja, komm, hier.
Worum geht es denn in diesem Krieg überhaupt? Nachfolger fürs Herzogtum zu verfeuern. Jo, na dann. Ist mir jetzt egal, das holen wir uns in weiteren Kriegen, holen wir uns das irgendwann mal zurück, aber jetzt will ich hier erstmal diesem Vogel einen Frieden anbieten. Nö. Kapitulation, ja, machen wir. Wir wollen Frieden. Das lassen wir mal weiterlaufen. Und wählt eine Ambition. Ja, gut, dann machen wir erst eine Ambition. König Hermann strebt nach Ritterlichkeit und Ehre. Einen Erben heranziehen, ja. Wir wollen einen Erben heranziehen. Und ich glaube, diese ganzen Sachen haben sich jetzt alle erledigt. Das Gere der Kühne akzeptiert das Friedenangebot von Herzog Eberhard II. Von Franken. Gero der Kühne? Lebt der noch? Gero lebt noch. Aber warum hat er abgedankt? Wahrscheinlich war das Teil des Vertrages. Der Krieg gegen die Tyrannei von König Gero der Kühne endete der Heimanbindung als Verteidiger. Aha, in den Krieg. Bla 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 bla. Mehr kann man nicht lesen. Okay, na dann. Ja, krass. Also. Puh. Ist ja echt was passiert. König Konrad der Grausame hat den Titel Herzogtum Schwaben von Graf Ida von Schwaben übernommen. Okay. Krasse Nummer. Eieieiei. Unser Land bröckelt. Aber ich denke, mit einer geschickten Diplomatie in Zukunft sollten wir das wieder hinkriegen. Deswegen sollte unser diplomatisches Ziel der Bereich hier unten sein, beziehungsweise auch diese Bereiche hier. Ja, okay, hier ist der König persönlich eingesetzt. Ja. Das werden wir erstmal auflösen. Was auf jeden Fall schon mal klar ist, wir sollten uns überlegen, ob wir mit unserem Kein-Kriegsfokus als deutscher Herrscher weiterkommen. Der Fokus hat uns für das wunderschöne Land Lübeck viel gebracht. Und wie ich sehe, ist die Grafschaft Lübeck. Die Grafschaft Lübeck ist jetzt ist jetzt unabhängig, wenn ich das richtig sehe. Und die Werle gehört zur Grafschaft Werle. Herzogtum. Nee, es gehört immer noch dazu. König Hermann von Deutschland. Okay. Gut. Mann, jetzt, also das ist ja jetzt erstaunlich. Ich würde sagen, den ganzen Rest, das gucken wir uns alles in der nächsten Folge an. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.